my day, I have it my way, I'm shining like the sun. Shopping Horn, dein Platz zum Einkaufen. Ja, liebe Fans hier in der SV Horn Arena, liebes Publikum, herzlich willkommen zur Pressekonferenz zur Nachbesprechung des heutigen Meisterschaftsspiels SV Horn gegen den Wiener Sportclub. Das Spiel endete durch ein glückliches Tor in den letzten Sekunden, kann man fast sagen, 2:2 unentschieden. Als Vertreter der Presse herzlichen Dank für Ihr Kommen. Herzlichen Dank an Trainer Franz Marisch, dass Sie sich noch Zeit nehmen, ein paar Minuten, und an unseren Cheftrainer Michi Streiter. Ich darf mit unseren Gästen beginnen. Ein 2:2 gegen den SV Horn. Grundsätzlich, sind Sie damit zufrieden, aus jetziger Sicht, als Nachbetrachtung zu diesem Match? Ja, wenn man sich den Spielverlauf anschaut und wie das jetzt am Schluss war, kann man mit den 2:2 natürlich nicht zufrieden sein. Ja? Wir haben das Spiel dann wirklich in den Griff gehabt, wir haben genau gewusst, was wir tun. Vor allem zweite Halbzeit haben wir da nicht viel abbrennen lassen, und leider Gottes ist am Schluss dann das Tor gefallen. Ich weiß nicht, in der wievielten Minuten. Es war aber, glaube ich, weit über der 93. Minute auf jeden Fall. Was war so Ihr Ziel? Sie sind als Tabellendritter, Sie waren 6 Runden, war Ihr Team ungeschlagen, zweitstärkste Auswärtsmannschaft, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Mit welchem Ziel sind Sie nach Horn gefahren? Ja, also wir sind noch immer ungeschlagen. Wir sind jetzt das 7. Spiel ungeschlagen. Und wir sind mit den kleinen Südern hergefahren, dass wir da gewinnen wollen. Und wir hätten es fast geschafft. Und ich möchte ja jetzt klar betonen, ich möchte ein Lob an die Mannschaft aussprechen. Wir sind jetzt in der 8. Runde. Wie die Mannschaft das übernimmt und umsetzt, ist hervorragend. Ich möchte auch mein Trainerteam loben, über das wird nämlich nie geredet. Mit dem Herrn Handel, mit dem Herrn Eischil, der Horvath Roman und auch unser Masseur, der Markus. Großes Lob an unser Team. Michi Streiter, unentschieden. Auch der SV Horn ist ungeschlagen, als einzige Mannschaft ja in das Match gegangen. Auch der SV Horn gilt das Gleiche, ungeschlagen wieder aus dem Match begonnen, aus dem Match rausgegangen, ein Punkt. So jetzt aus deiner Sicht, so Viertelstunde nach dem Spiel, so deine erste Stellungnahme zu diesem Unentschieden? Ja, wenn man so später einen Ausgleich macht, dann muss man zufrieden sein. Aber ich glaube, wenn ich die Effizienz gehabt hätte, was der Spockel gehabt hätte, dann hätten sie halt 6 bis 7 Stück gekriegt wieder. Wir haben leider, wenn ich das in der ersten Halbzeit eine Revue passieren lasse, wo man Lalic zweimal allein vom Tor steht und ihm in die Hände schießt, da bieten auch noch 40 Sekunden. Dann der Lattenknaller retour. Zweite Halbzeit, wo Konrad eigentlich das Spiel auch entscheiden hätte können, wo er zweimal einen aufs Tor läuft und nichts macht, dann ist es im Nachhinein, musst du zufrieden sein. Ja. Aber wie die Mannschaft auftritt, ich glaube, zweite Halbzeit ist eh ein bisschen anders. Haben wir, glaube ich, nur ein Spiel auf ein Tor gehabt. Uns sind es leider einmal entwischt, haben das Tor gemacht, der Günnes überlegt. Aber dann bis zum Schluss pausenlos Angriffe aufs Tor mit wirklich tollen Chancen. Und wie gesagt, wenn es am Endeffekt dann der 94 noch reingetan ist, dann ist es etwas glücklich. Da muss man auch zufrieden sein. Wo ich sicher zufrieden bin, ist mit der Mannschaft, wie sie auftretet, wie schnell das Spiel geht nach vorne, wie sie immer probieren, direkt zu spielen. Es ist ganz klar, dass immer wieder Fehler passieren. Aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, bin ich nach wie vor sehr zufrieden mit dem Auftreten der Truppe. Und ja, wir sind weiter vorne. Und wir werden so lange wie möglich versuchen, diese Position zu verbessern und auszubauen und zu halten. Wir haben hier in der SV Horn Arena, wenn man die letzten beiden Heimspiele betrachtet, 2 Spiele erlebt, die nicht unterschiedlicher hätten sein können. Das vorige Spiel, ein Pflichtsieg vom Publikum gefordert oder von den Medien natürlich gefordert. Jetzt ein Sieg gegen einen wirklich schweren Gegner, gegen einen herausfordernden Gegner. Was ist für dich als Trainer schwieriger, die Mannschaft einzustellen? Und unentschieden, Entschuldigung, natürlich ein Unentschieden. Ein Unentschieden, sorry. Wo ist es für dich schwieriger als Trainer, die Mannschaft einzustellen? Ja, jede Mannschaft in sich ist komplex. Ja, wir holen uns Infos, wir holen uns von den Spielen davor Messages, versuchen die ganze Woche umzusetzen. Wie erwähnt habe, mit dem schnellen Spiel und nach vorne haben viele Probleme bei uns zu Hause. Da haben wir eben leider vergessen, heute aufs Tor zu schießen, weil, wie gesagt, wenn ich im Spiel kann man nicht jede Torchance erzielen oder zum Tor verwerten, aber wenn ich heute jede zweite gemacht hätte, dann wären es auch 5 Tore gewesen, und das haben wir heute leider nicht zustande gebracht, und deshalb ist auch nur X rausgekommen.
Du hast selber die Chancenauswertung gerade angesprochen, war die positive Seite daraus sich. Chancen wurden auf jeden Fall herausgespielt, wenn man es so positiv betrachtet. Sie wurden zwar nicht eingelöst, aber die Tickets für die Tore waren auf jeden Fall da, würde ich sagen. Ja, das gehört ja dazu. Das ist ja ganz, ganz wichtig und da bin ich ja sehr optimistisch, weil wir ja permanent zu solchen Dingen kommen und ich kann mich auch nicht jetzt, wie gesagt, ganz grob auslassen, weil wir haben jetzt zu Hause mit 18:3 ein Torverhältnis, was seinesgleichen sucht und heute war es leider nicht so der Fall, es wäre möglich gewesen, aber es hat in vielen Phasen der Tormann von Sportclub da was dagegen gehabt und auch dann vielleicht auch unsere dilettantisches Vorgehen vorm Tor und deshalb ist auch nur der Punkt rausgekommen. Herr Marisch, abgesehen vom unglücklichen Tor in den letzten Sekunden, wie haben Sie denn SV Horn heute als Gegner erlebt? Ja, er wartet stark, das ist keine Frage. Ich glaube, dass das ja zwei sehr gute Mannschaften aufeinander getroffen sind. Ist es ein bisschen anders wie der Michi. Ich glaube, wir haben ein 3:1 erzielt, das was auf Kampf auf Seite war. Vielleicht sieht man es irgendwo auf einer Kamera. Und dann hätte es schon anders ausgeschaut. Lasst mich ausreden, ich habe dich auch ausreden lassen. Geht das? Ja? Ja, ich habe dich nicht unterbrochen. Nur wir. Ja, gell? Ja, da ist, da ist darum gegangen, dass er X war. Ja. Ah, darfst du das nur du? Darfst du das nur du? Du darfst ausbessern, ich darf ihn nicht ausbessern. Ja, jetzt entspann dich ein bisschen, jetzt rede ich. Ich habe dich auch lassen, okay? Passt das? Ich bin ganz ruhig. Ja? Dass das einmal klar ist. Es ist einfach so, dass wir es 3:1 machen hätten können, vielleicht sieht man es. Gemacht haben, vielleicht sieht man es im Fernsehen. Ob das wirklich abseits war, für mich ist er wirklich von hinten gekommen. Ich glaube, dass man immer darüber reden muss, was lässt man für ein Spiel zu. Man weiß, dass Horn daheim sehr stark gespielt, wirklich einen Druck macht und dass sie auch immer wieder sehr viele Chancen brauchen. Und wir sind sehr gut gestanden und haben aus denen immer wieder herausgespielt. Wir haben das sehr gut gemacht und ich glaube bis zum 1:1, wo wir hervorragend aufgestellt haben, das sehr gut gemacht. Dann haben wir es 1:1 bekommen und dann war bei uns eine Unsicherheit da bis in die Halbzeit. Und dann sind wir aber glaube ich wieder sehr gestärkt in die zweite Halbzeit gekommen und haben das 2:1 gemacht und hätten klar für mich das 3:1 machen können, wenn es der Schiedsrichter gibt. Und dann, dass man dann den Gegner kommen lässt und auf Konterchancen wart und nicht so die Möglichkeit hat wie Horn, dass man verletzte Spieler so wegstecken kann, wie es der FC Horn machen kann. Ich habe jetzt draußen zum Beispiel am Platz draußen gekämpft, dass da kein Plätzchen rauskommt. Mir ist das wichtig. Bei euch ist das vielleicht nicht so, weil ihr so einen großen Kader habt. Da kann ruhig sich der eine oder der andere eine Rolle holen. Dann ist das egal, weil dann spielt der andere. Okay, danke. Die Frage, die jetzt von der Presse gekommen ist, wer als Torschütze für den Ausgleich gewertet war. Laut Internet ist es Lalic. Wir glauben, dass es ein Eigentor war, aber ich glaube, das muss man vielleicht aus der Kamera kurz sagen. Eine Frage an Michi Streiter. Es ist gerade die Situation natürlich mit Verletzten, großen Kader angesprochen worden. Wie schaut es mit unserem Lazarett aus? Wie schaut es mit unseren Verletzten aus? Kann man da in nächster Zeit schon wieder mit der Rückkehr von dem einen oder anderen rechnen oder sind es doch längerfristige Ausfälle? Also so schnell geht es sicher nicht. Wir haben heute eine kleine Hiobsbotschaft gekriegt mit Antonio Branic. Der hat das komplette Knie kaputt mit Kreuzbandriss, Knorpelschaden und Meniskusriss und wird sicher 6 Monate ausfallen. Sascha Pichler hat noch ein paar Probleme mit seinem Eiterherd im Kiefer und der Zag ist schon wieder beim Einlaufen, aber sie werden auch noch einige Wochen fehlen. Aber alles am Boot, wie gesagt, die einzige Hiobsbotschaft war heute die niederschmetternde Diagnose für Antonia selber, aber ich denke, so wie ich ihn kenne, kämpft er sich richtig retour und dann werden wir im Frühjahr einen Topmann wieder auf der Seite haben. Frage noch, Ausblick, nächste Runde, Admira Amateure. Wie schätzt du dieses Team ein? Ja, wie ich es eigentlich immer habe, ich lasse mir jetzt einmal meine Team kommen, dann werden wir uns was draus machen.
schauen, was die Matches jetzt sein, was da eintreffen, und dann werden wir diese Woche lang trainieren und schauen, dass wir weiter vorne bleiben. Ich habe gesagt, wir wollen es ausbauen und wir haben die Qualität für das, und dann werden wir in die Richtung starten. Danke. Gibt es noch Fragen von der Presse? Presse, keine Fragen mehr. Ja, dann danke ich den beiden Trainern für die Zeit, die sie sich genommen haben für die Pressekonferenz. Liebe Zuschauer, herzlichen Dank für Ihren Besuch hier in der SV Horn Arena. Noch ein Hinweis aufs nächste Heimspiel, Freitag, 7.10. Achtung, andere Beginnzeit, 20 Uhr aufgrund des Nationalteams, des Länderspiels, wurde die Zeit auf 20 Uhr vorgegeben. Danke für Ihren Besuch und kommen Sie gut nach Hause. Today is my day, I have it my way, I'm shining like the sun. Shopping Horn, dein Platz zum Einkaufen.